Aktuell fordert Autoticket laut Presseberichten rund 560 Millionen Euro vom Bund. Der Bund verweigert die Zahlung, weil er seine Kündigung in erster Linie auf mangelhafte Vertragserfüllung von Autoticket stützt. Hallo, ich bin Christos Paraschiakos, ich habe hier in der Buceros Law School studiert und ich bin jetzt Rechtsanwalt bei Chatham Partners. Was ist die Pkw-Maut? Im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2013 warb die CSU mit der Einführung einer Ausländermaut. Auf Drängen der CSU wurde dann auch dieses Projekt als Pkw-Maut in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Der Bund setzte das Projekt in 2015 um, als er durch Gesetz die sogenannte Infrastrukturabgabe einführte. Jeder, der mit einem Pkw deutsche Bundesfernstraßen nutzte, sollte danach künftig zur Zahlung einer Abgabe oder Pkw-Maut verpflichtet sein. Die Höhe der Pkw-Maut sollte sich dabei nicht nach der konkreten Nutzung, also der gefahrenen Strecke, richten. Stattdessen sollte es preislich gestaffelte Vignetten für 10 Tage, 2 Monate und ein Jahr geben. Die Jahresvignette, die für Pkw-Halter im Inland verpflichtend sein sollte, hätte maximal 130 Euro gekostet. Allerdings sollten Halter inländischer Pkw durch die Pkw-Maut nicht zusätzlich belastet werden. Sonst wäre es ja keine Ausländermaut gewesen. Daher sollte ihnen die gezahlte Pkw-Maut in voller Höhe auf die Kfz-Steuer gutgeschrieben werden. Wenn ich also für mein Auto ursprünglich 200 Euro Kfz-Steuer zahlen musste, dann sollte sich diese Kfz-Steuer um den Betrag der Pkw-Maut reduzieren. Hätte ich also 130 Euro für die Pkw-Maut gezahlt, dann hätte sich meine Kfz-Steuer von 200 Euro auf 70 Euro reduziert. Ein Nullsummenspiel. Anders wäre das bei Haltern ausländischer Pkw gewesen. Wer in Frankreich, Dänemark oder Österreich Kfz-Steuer zahlt, der hätte keine solche Gutschrift erhalten. Die Europäische Kommission sah hierin unter anderem eine Diskriminierung von EU-Ausländern und leitete 2015 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein. Im Ergebnis einigte sich die Kommission aber mit der Bundesregierung darauf, die preisliche Staffelung der Vignetten anzupassen und ökologische Aspekte bei der Preisgestaltung stärker zu berücksichtigen. Im Dezember 2016 stellte die Kommission das Verfahren daher ein. Damit war die Thematik aber noch nicht erledigt. Unser Nachbar Österreich war der Meinung, dass auch die angepasste Pkw-Maut weiterhin gegen Europarecht verstoße. Vor allem, weil sie andere EU-Bürger diskriminiere. Daher leitete Österreich im Oktober 2017 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof ein. Dabei handelte es sich überhaupt in der Geschichte der EU um das fünfte Vertragsverletzungsverfahren, das ein Mitgliedstaat einleitete. Also durchaus bemerkenswert. Parallel machte sich das Bundesverkehrsministerium an die Umsetzung der Pkw-Maut. Nach Einholung entsprechender Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen entschied das Ministerium, Aufbau und Betrieb der Pkw-Maut in die Hände eines privaten Anbieters zu legen. Der Bundestag stellte hierfür rund 2 Milliarden Euro in den Haushalt für 2018 ein. Außerdem schrieb das Ministerium Mitte 2017 den Betreibervertrag für die Pkw-Maut öffentlich aus. Dieses Verfahren verlief allerdings nicht wie geplant. Zwar beteiligten sich ursprünglich 4 Bieter, mit denen das Ministerium auch über den Betreibervertrag verhandelte. Nach den Verhandlungen bot aber nur ein einziger Bieter, die Bietergemeinschaft Paspagon, die jetzt Autoticket heißt. Und deren finales Angebot betrug etwa 3 Milliarden Euro. Es war also knapp 1 Milliarde Euro zu teuer. Erst nach weiteren Verhandlungen und nachdem das Ministerium die Unterstützung von Tollcollect bei der Umsetzung der Pkw-Maut anbot, machte Paspagon ein zweites finales Angebot, das knapp unterhalb der 2 Milliarden Euro Grenze blieb. Dieses Angebot nahm das Ministerium am 30. Dezember 2018, einen Tag vor Ablauf des Haushaltstitels, an. Eigentlich sollte dies der Startschuss für das Prestigeprojekt Pkw-Maut sein. Doch es kam ganz anders. Nur knapp ein halbes Jahr später, am 18. Juni 2019, endete das EuGH-Verfahren mit einem Paukenschlag. Der EuGH stellte fest, dass die Pkw-Maut mit dem Unionsrecht nicht vereinbar war. Noch am selben Tag kündigte das Ministerium den Betreibervertrag. Autoticket fordert jetzt 560 Millionen Euro Entschädigung. Mittlerweile wurde auch ein Untersuchungsausschuss des Bundestages eingerichtet.
Dieser soll klären, ob das Ministerium bei der Vergabe der Pkw-Maut gegen Haushalts- oder Vergaberecht verstoßen hat. Ist die Vergabe der Pkw-Maut korrekt abgelaufen? Ein zentraler Streitpunkt im Untersuchungsausschuss ist, ob die Vergabe der Pkw-Maut korrekt abgelaufen ist. Dazu muss man wissen, dass der Staat öffentliche Aufträge nicht frei an Unternehmen vergeben darf. Gerade bei großen Aufträgen müssen öffentliche Auftraggeber ein Vergabeverfahren durchführen, also eine öffentliche Ausschreibung, die transparent ist, bei der Wettbewerb herrscht und Interessenten nicht diskriminiert werden. Am Ende des Vergabenverfahrens darf nur das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag erhalten. Damit wird einerseits der öffentliche Haushalt geschützt und andererseits der Wettbewerb im EU-Markt gefördert. Um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, darf bei einem Vergabeverfahren im Normalfall gar nicht verhandelt werden. Weil das aber für große und komplexe Aufträge nicht praktikabel ist, gibt es das sogenannte Verhandlungsverfahren. Das läuft dann im Wesentlichen so ab, dass der Auftraggeber zunächst ein erstes indikatives Angebot anfordert, bei dem die Bieter auch sagen sollen, über welche Punkte des Auftrags sie verhandeln wollen. Das wertet der Auftraggeber dann aus und verhandelt auf dieser Grundlage parallel mit den aussichtsreichsten Bietern. Die Änderungsvorschläge, die ihm sinnvoll erscheinen, übernimmt der Auftraggeber und fordert dann für den angepassten Auftrag ein finales Angebot an. Auf das wirtschaftlichste finale Angebot erteilt der Auftraggeber am Ende den Zuschlag. Kritisiert wird an dem Vergabeverfahren vor allem, dass es eine weitere Verhandlungsrunde gab und dass während dieser Verhandlung zu viel an der ursprünglichen Ausschreibung geändert wurde. Also, erstmal zur Verhandlungsrunde. Auch der Betreibervertrag für die Pkw-Maut wurde als Verhandlungsverfahren ausgeschrieben. Hier war es aber so, dass das Ministerium nach Abgabe der finalen Angebote noch eine weitere Verhandlungsrunde mit dem einzig verbliebenen Bieter, Paspagon, durchführte und dann nur Paspagon zur Abgabe eines zweiten finalen Angebots aufforderte. Die Vergabeverordnung regelt hierzu aber eindeutig, dass der Auftraggeber nicht über finale Angebote verhandeln darf. Das Bundesverkehrsministerium steht auf dem Standpunkt, dass dieses hier ausnahmsweise zulässig war, weil nur noch Paspagon als Bieter im Rennen war. Das wird von einigen und auch von mir für nicht überzeugend gehalten. Erstens gingen die anderen Bieter wahrscheinlich fest davon aus, dass keine weitere Verhandlungsrunde stattfinden würde und verzichteten vermutlich auch deshalb darauf, ein finales, aber möglicherweise zu teures Angebot zu erstellen. Paspagon wurde hier im Prinzip dafür belohnt, dass sie ein finales Angebot abgegeben haben, das den öffentlich bekannten Finanzrahmen von 2 Milliarden Euro um 50% überstieg. Zweitens hätte auch das Ministerium anders reagieren können. Es hätte das Verfahren in den Stand vor Abgabe der finalen Angebote zurückversetzen, die Auftragsbedingungen anpassen und dadurch auch den anderen Bietern eine neue Chance geben können. Dies hätte aber mehr Zeit in Anspruch genommen, sodass ein Abschluss des Vertrages bis Ende 2018 nicht möglich gewesen wäre. Kritisiert wird das Ministerium für einen weiteren Punkt, der das Verhandlungsverfahren betrifft. In einem Verhandlungsverfahren darf der Auftraggeber nicht über alles verhandeln und auch nicht beliebige Änderungen am Auftrag vornehmen. Zum einen muss die Identität des Beschaffungsgegenstandes gewahrt bleiben. Wer also ein Freibad ausschreibt, darf nicht am Ende einen Freizeitpark in Auftrag geben. So klar liegt der Fall hier zwar nicht, aber es gibt einige Anhaltspunkte, die für eine unzulässige Identitätsänderung sprechen. Erstens wurde hier zusätzliche Vergütung eingeführt. Diese hat ein niedrigeres Angebot ermöglicht. Und zweitens brachte das Ministerium erstmalig für das zweite finale Angebot die Dienste von Toll Collect ins Spiel. Toll Collect ist der ursprünglich private Betreiber der Lkw-Maut, der seit 2018 dem Bund gehört. Eigentlich war der Bund gerade dabei, Toll Collect wieder zu privatisieren, aber um die Kosten für die Pkw-Maut zu drücken, stoppte das Ministerium diesen Prozess. Stattdessen bot es Paspagon an, zu vermutlich vergünstigten Konditionen das Zahlstellennetz von Toll Collect zu nutzen, statt, wie ursprünglich verlangt, ein eigenes Zahlstellennetz zu errichten. Vieles spricht dafür, dass diese Änderungen in der Summe so gewichtig waren, dass auch andere Unternehmen bereit gewesen wären, doch ein Angebot abzugeben, was für eine Identitätsänderung typisch ist. Außerdem, das ist etwas technischer, darf der Auftraggeber die Mindestbedingungen der Ausschreibung nicht abändern. Mindestbedingungen sind die Punkte des Auftrags, die unverhandelbar sind.
Obwohl nicht alle Details öffentlich bekannt sind, wissen wir, dass es Änderungen dieser Mindestbedingungen gegeben hat. Das hat das Ministerium nämlich bereits öffentlich eingeräumt, auch wenn es betont hat, dass die Änderungen unwesentlich waren. Das Gesetz verbietet aber nicht nur wesentliche Änderungen, sondern jedwede Änderung von Mindestbedingungen. Auch damit hat das Bundesverkehrsministerium wahrscheinlich gegen Vergaberecht verstoßen. All diese Fragen wären normalerweise Gegenstand eines gerichtlichen Nachprüfungsverfahrens. Ein solches kommt aber nur zustande, wenn ein unterlegener Bieter vor Zuschlagserteilung einen Nachprüfungsantrag stellt. Das ist hier nicht passiert, sodass eine gerichtliche Klärung nicht mehr zu erwarten ist. Wo kein Kläger, da kein Richter. Der Untersuchungsausschuss kann hier im Prinzip nur Aufklärungsarbeit leisten. Denkbar wäre es aber, dass die Kommission erneut ein Vertragsverletzungsverfahren wegen dieser Vergaberechtsverstöße einleitet. Würde dann ein schwerer Verstoß gegen EU-Recht festgestellt, könnten sich die Forderungen von Autoticket erheblich reduzieren. Muss der Bund die Forderung von Autoticket erfüllen? Aktuell fordert Autoticket laut Presseberichten rund 560 Millionen Euro vom Bund. Der Bund verweigert die Zahlung, weil er seine Kündigung in erster Linie auf mangelhafte Vertragserfüllung von Autoticket stützt und nur hilfsweise auf das EuGH-Urteil. Sollte allerdings der erste Kündigungsgrund tatsächlich nicht greifen, dann kann Autoticket die vereinbarte Entschädigung vermutlich verlangen. Hier gibt es noch einige letzte Fragezeichen, denn die vertragliche Entschädigungsregelung könnte eine verbotene staatliche Beihilfe an Autoticket sein. Das ist dann der Fall, wenn die Regelung nicht marktkonform ist. Aktuell sieht es zwar nicht danach aus, dass die Kommission, die hier zuständig wäre, dieser Frage nachgeht, aber die Kommission hat hierfür immerhin 10 Jahre Zeit. Auf einem anderen Blatt steht die Frage, ob wir am Ende erfahren werden, wie der Streit zwischen Bund und Autoticket ausgeht. Der Betreibervertrag schreibt nämlich ein sogenanntes Schiedsverfahren vor. Der Streit findet also nicht öffentlich vor einem staatlichen Gericht statt, sondern vor einem privaten Schiedsgericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit.